Der Weihnachtsmarkt in Maastricht. Hier auf dem Marktplatz der niederländischen Stadt ist alles wie gewohnt. Die Besucher freuen sich auf eine heiße Bratwurst vom Grill. Dabei gibt es nur ein paar Kilometer vom Weihnachtsmarkt entfernt etwas sehr Ungewöhnliches. In diesem Labor, das fast nie ein Kamerateam betreten darf, züchten Wissenschaftler echtes Fleisch, das gegessen werden kann, ohne dass dafür ein Tier geschlachtet werden muss. Im Prinzip züchten wir Hackfleisch aus Stammzellen. Es entsteht das gleiche Produkt, nur eben außerhalb der Kuh. Die Idee dahinter ist, die Treibhausgasemissionen und die erforderlichen Ressourcen zu reduzieren. Denn Fleisch ist ein guter, aber sehr ressourcenhungriger Bestandteil unserer Nahrung. Die Stammzellen dafür kommen nicht etwa aus Embryonen, sondern aus einer erwachsenen Kuh. In unseren Muskeln wimmelt es nur so von Stammzellen. Die sitzen da quasi herum und tun nichts. Aber wenn ein Muskel verletzt wird, beginnen sie sich zu teilen und so zu vermehren. Das können sie ziemlich gut. Und genau das nutzen wir aus. Wir entnehmen diese Stammzellen, bringen sie dazu, sich immer wieder zu teilen und sich zu einem Gewebe zu verbinden. So bräuchten wir für den weltweiten Fleischbedarf nicht mehr 1,5 Milliarden Kühe, sondern nur noch rund 30.000 bis 50.000 als Stammzellenspender. Noch ist das Zukunftsmusik, aber das Interesse an Laborfleisch wächst. Mark Post gilt weltweit als Pionier. Gerade veranstaltete er hier in Maastricht zum vierten Mal eine internationale Konferenz. Über 200 Kollegen aus der ganzen Welt sind seiner Einladung gefolgt und tauschten sich in Vorträgen aus. Und das ist auch wichtig, denn der Prozess ist schwierig, sehr kleinteilig und noch weit von einer industriellen Produktion entfernt. Derzeit wachsen die Zellen zumeist noch in Petrischalen. Und Wissenschaftler müssen dieses Wachstum regelmäßig unter einem Mikroskop überwachen. Schon diese winzige Menge Hackfleisch besteht aus Millionen von Zellen. Derzeit entsteht das noch in aufwendiger Handarbeit und ist entsprechend selten und teuer. Die Herstellung dieser Bulette kostete rund 250.000 Euro. Bislang haben daher auch nur einmal Menschen einen Burger aus diesem Fleisch gegessen. 2013 in London. Mit dabei natürlich Mark Post. Wenn man die existierende Technologie im industriellen Maßstab nutzen würde, könnte man den Preis einer Bulette auf etwa 10 Euro senken. Das ist noch immer teuer, aber eben schon viel weniger als 250.000. Doch würden sich dann auch Kunden finden? Wir fragen auf dem Weihnachtsmarkt nach. Würden Sie auch ein Würstchen aus Laborfleisch essen? Ja, finde ich schon eine coole Idee, dass die Tiere dann nicht sterben müssen und man was Neues probieren kann, ohne dass jemand dafür leiden muss. Ob das schmeckt, ist eine Frage. Müsste man halt probieren, ne? Also ich würde sowas nicht essen. Also und ich glaube, die Leute würden das auch nicht gerne essen. Kunstfleisch, nee. Ja, weil das ja irgendwas Künstliches. Dann esse ich entweder Gemüse oder richtiges Fleisch. Ja. Es gibt im Deutschen doch diese Redensart, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das sagt man hier in den Niederlanden auch. Und das gilt nicht nur für Bauern. So sind die Menschen halt. Wir sind genetisch darauf programmiert, nichts zu essen, was wir nicht kennen. Aber sobald wir etwas einmal als sicher erkennen, essen wir quasi alles. Neben dem Tierwohl verspricht die Herstellung von Fleisch außerhalb des Tieres noch weitere Vorteile. Auch darüber spricht man hier auf dem Kongress. Wenn Kunstfleisch Rindfleisch ersetzen würde, wäre das sehr gut für den CO2-Wert, weil Rinder sehr viel Methan ausstoßen und hier könnte man deutliche Einsparungen erzielen. Laborfleisch ist also eine interessante Vision. Doch bis man das auch hier auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann, wird es noch viele Jahre dauern.